Dreh doch! Boah, die Welle, ey, hält uns auf. Unruhige See heute, nicht kotzen. Enterhaken los! Ran an die Beute! Ach, jep, jep, jep. Komm her, Schiff. Zwei von fünf. Ich treffe keinen mehr, ganz damit. Alle. Toll! Spring doch nochmal daneben. Du Halunke. Fuck. Hätte ja klappen können. Das ist so ein Typ, wo man die Verteidigung durchbrechen muss. Oder auch nicht. Oh, meine Crew gemördert. Und die haben genug. Ich hätte das Dickerchen dann nur killen müssen. Das wäre, glaube ich, genug gewesen. Ich weiß nicht mehr genau. Rum, Zucker und Crewmitglied. Nichts wirklich Wichtiges, würde ich mal sagen. Wir bräuchten Holz. Wir bräuchten irgendwelche Steinchen für die Kanonen oder so. Das wäre wichtig. Mit dieser Beute können wir das Schiff aufrüsten, Captain. Fein. Mit Zucker kann man ein Schiff ausrüsten. Wird aber ziemlich schnell zerlaufen, wenn wir im Wasser sind. Zisch los! Die See ist rau, aber wir müssen immer noch nicht kotzen. Was haben die wohl im Mittelalter gegen Kotzen getan? Gegen Seeübelkeit. Wahrscheinlich haben die sich so besoffen, dass die gar nichts mehr mitbekommen haben. Wo müssen wir genau hin? Denn ich steuere hier auf irgendwas zu, was mir nicht so wirklich gefällt. Sag ich ja, wir müssen komplett runter. Gucken, ob wir mit diesem Menschenhändler bla reden. Haben wir wieder eine kleine Segel-Episode. GTA-Piraten-Style. Wir müssen umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Oh, shit. Wir sind schon mal an dem Feuer vorbeigekommen. Ah. Das dauert 5 Jahre, bis sie treffen. Ah, mein Gott, alles, was ich will, ist hier vorbeikommen und die lassen mich nicht. Die fühlen sich aber angepisst, nur wenn jemand hier vorbeifährt. Lasst uns die Türme ausschalten. Nope. Erst wenn wir abgegradet haben. Ich muss mal gucken, wie stark so ein Mörser wirklich ist. Das Schiff Graf von gerade habe ich ja nicht wirklich getroffen. Vorbei. So, hier richtig. Hier halten, hier bumm machen. Nicht ganz. Noch ein Stückchen weiter. So dumm. Feindliche Gewässer. Wir müssen aufpassen. Und die gucken nicht einmal nach hinten. Was für dumme Schiffe. Wow, riesiger Wal. Das sieht wirklich aus wie so ein Plüschtier, den man so mit einer Hand quetschen kann. So.
Hier müssen wir hin. Ich ramm die Scheiße hier gleich, wenn ihr nicht aufpasst. Ah. Kingston. Ich glaube, wir sind zum ersten Mal hier. Hi! Willkommen in Kingston. Endlich mal wieder eine vernünftige Stadt. Das wurde auch mal Zeit. Gott! Dann gucken wir mal, wo wir hin müssen. Hier runter. Okay, okay, okay. Ja, ganz schnell. Unser Scheißhaus aufsuchen. Will den ungern ins Wasser miesen. Hallöchen, Sequenz 5. Komm schon. So läuft das ab. Torres trifft sich mit Prinz, bringt einen Teil des Lösegelds mit und sagt, dass der Rest bald folgt. Wenn wir den Weisen sehen, kommst du mit dem Rest des Goldes, tauschst es ein und haust ab. Und ich beobachte dich dabei. Nein, Kenway, spiel diese Intrige allein und riskiere das Vertrauen deiner Crew. Es macht mich krank, dass du mit diesem Sklavenhändler verhandelst. Komm schon, Mann. Wenn wir den Weisen haben, sind wir alle reich. Nicht, wenn Master Kit ihn zuerst erreicht. Kit? Mein Gott. Der Knabe will ihn töten. Edward! Was zum Teufel machst du hier? Ich folge diesen Männern zum Weisen. Oh mein Gott. Kit ist Geld egal. Edward nicht. Ei, und Prinz wird uns direkt zu ihm führen. Nun gut, bei Gott. Mein Gott, ne, immer drehen. Ja, ja, ja. Komm schon, lauf dir, Blöden. Wie das immer mitbekommen? Was für ein Timer? Mein Gott, hier ist auch noch Sperrgebiet. Da ist ein Heuwagen, den finde ich ganz amüsant. Wie, ich kann den da nicht reinziehen? Boah, war das knapp. Was zum... Ey, wieso springt der da raus? Das habe ich mich jetzt die ganze Zeit gerade gefragt. Deshalb bin ich da auch immer wieder reingesprungen, hä? Kann man sich noch nicht mal da verstecken? Jim, halt ein, um Himmels Willen. Edward! Was zum Teufel machst du hier? Durch Rauchbomben verwirrt er Wachen zu werden. Kannst du dich beherrschen, bis er erscheint? Der Weise ist hier? Nein, und Prinz wird uns direkt zu ihm führen. Wenn es stimmt. Gut, bei Gott. Ich halte meine Klinge im Zaun. Ah, dieses Blasrohr ist wirklich... mega ultra cool. Dreh durch, kill ihn! Oh, wie ich hier in der Nähe bin und der Timer immer läuft. Ja, ich helfe, der tritt die Scheiße aus dem raus. Oh, der hat ihn gekriegt! Wie, ich kann ihn nicht betäuben. Oh, shit. Wow! Die fragen sich auch, was hier abgeht. Wie lange ist unser letztes Treffen schon her, Senor Prinz? Ein Jahr? Eher 18 Monate. Von diesem Roberts hörte ich zum ersten Mal im November 1715. Okay, ich werde hier soweit, glaube ich, niemanden killen. Was zum Henker, ey. So nah bin ich nun ins Auge wieder nicht. So, ich drücke keine Taste. Nein, er springt mal nicht raus. Seitdem hat sich vieles verändert. Niemand nennt mich mehr Gouverneur zum Beispiel. Ich gab den Posten letztes Jahr auf. Hier könnten wir synchronisieren. Das war mir unbekannt. Seitdem hat sich vieles verändert.
Niemand nennt mich mehr Gouverneur zum Beispiel. Ich gab den Posten letztes Jahr auf. Das hast du gerade auch schon gesagt. Ah, das war mir unbekannt. Sehr viele Kirchen in Kingston. Haben die Engländer jetzt begonnen, ihre Sklaven zum Glauben zu bekehren? Bekehren? Gott weiß, Torres. Niemand hier könnte. So schleichen wir professionell. Haben die Engländer jetzt begonnen, ihre Sklaven zum Glauben zu bekehren? Bekehren? Gott weiß, Torres. Niemand hier könnte so töricht sein. Wie meint ihr das? Wäre es nicht Sünde, einen Christen zu versklaven? Wenn man die Seele eines Sklaven vom Tier zum Menschen erhebt, kann man auch gleich seine Kälte. Aber ich will mal ein paar Bomben aus. Jetzt halt mir meine Unruhe. Doch wie weit ist es? Kommt her. Holy shit, die Elfen leer. Nice. Habe ich jemanden natürlich jetzt gekriegt? Schauen wir mal nach. Ja, zwei Stück. Ich sehe keine Scharfschützen. Soll ich ein Mann sein, wo ihr genau das 30 Jahre lang bestritten habt? Ich finde das abstoßend. Ich glaube, alle denken. Die kämpfen ja immer noch. Lassen wir die kämpfen. Respekt und Perspektive. Ihr Spanier. Euer Kontakt zu den Mohren hat euer Blut verdünnt und die Herzen verweichlicht. Es bedeutet nicht, dass ich an die natürliche Gleichheit aller Rassen und Geschlechter glaube. Sicher sollten Männer mit Talent und Verstand stets führen. Doch mit der Praxis der Sklaverei wird kein wahrer Gewinn erzielt. Auf kurze Sicht nicht so nah ran. Mit Geld. Sie. Und gleich werfen wir die Bombe. Doch macht uns das zu Opfern unseres eigenen Erfolges. Ah, doch ihr und ich, Sir. Gib weg. Werden wir diesen Boom. Warum die Mühe? Eiskalt. Riesige Explosion, kein Wundert. Den wundert's auch nicht. Nice. So, einen Scharfschützen sehe ich gerade sogar, das ist nett. Aus Anstand, wenn sonst nicht. Okay. Nein, und ihr seht mich, ist klar. Oh, ist klar. Ich muss ins Gebüsch. Der sieht mich. Ja. Ja, ist das bescheuert. Kacke. Sieh. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Zu viel Aufmerksamkeit erregt. Ja, das dachte ich mir. Ah, wenn die mir hinterherrennen, während ich die belausche, das kann nicht funktionieren. Der Typ hat mich da auch gesehen. Blasrohr wäre nicht schlecht gewesen, das vergesse ich immer. So, geh mal zzzz machen. Stimmen die Geschichten über euch von euch? John Stowe! Ja! Nein, so nicht. Da sind zu viele, die mich sehen. Ich muss in Richtung Haus, am besten Richtung Zaun, links direkt. Ich muss da irgendwie durchkommen. Das funktioniert wiederum. Ihr wart der Gouverneur von Florida? Sieh. Ich bin einer von vielen Staatsdiener meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Ganz denke, mal hier die Füße stillhalten. Geld und viel zu wenig Zeit.
Schön, dass sie sicher miteinander verbunden sind. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt? 1671? Ist ja voll lange, ja. Oh, das stimmt, wenn die 1717 haben. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Boah, so viele. Aber hier können erst wir in die Vogelscheiße springen. Später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoffe. Man soll es nicht mitbekommen, das hört man doch, wenn einer reinklatscht. Und Senor, ich sage euch, gekaufte Ehre ist viel erfreulicher als erkämpfte. Wenn auch nicht so nachhaltig. Wo ist mein Zisselstab? Ich halte mich weiter außen. Hauptsache, die sehen mich nicht. Ihr sagt, ihr kamt alleine, Torres? Nicht allein, aber sicher ohne Begleitung. Ich reiste an Bord einer britischen Handelsbrig. Ah. Es ist soweit. Nein. Nicht bis wir den Weisen sehen. Hier ist ein ruhiger Ort. Ich will das Geld sehen. Es ist nur ein Vorschuss auf das Lösegeld. Der Rest kommt in Kürze. Es schmerzt mich, einen Mann meiner eigenen Rasse zu verkaufen, Senor Torres. Sagt mir bitte, was hat dieser Roberts getan, um euch zu verärgern? Ist das Ausdruck protestantischer Pietät, mit der ich nicht vertraut bin? Vielleicht ein andermal. Was? Nächstes Mal. Sorgt dafür, dass man euch nicht folgt. Erledigt das! Haben die uns entdeckt? Ach ja. Ich hab Lust auf ein Tänzchen. Du hast es versaut, für die gute Sache. Wow. Na jö. Komm, greif mich an, sonst greif ich dich an. Na komm, ich hab so schöne neue Schwerter gekauft. Was ein Sack, ey. Mitten in der Combo. Können die mal aufhören mit ihren scheiß Granaten? Schön, dass ich wegspringen konnte. Oh yeah, erinnert mich an Arkham Origins. Da kann man auch in der Kombo nichts machen. Du hast es versaut, Kenway. Für die gute Sache. Ich würde die am liebsten auskontern. Das geht mir so auf den Sack, ne? Der hat anscheinend immer noch nicht genug. Dreckige Bomben! Oh, so ein Scheißding. So, der hat mich aus den Augen verloren. Oh, shit. Sorry. Alte Schabracke, nimm deine Drecksfinger von mir. Du darfst diese Männer nicht töten, Kid. Nicht, bis ich den Weisen habe. Ich hab das Schwein eine Woche lang verfolgt, rund um die Uhr. Hier finde ich nicht eines, sondern zwei meiner Ziele und du beraubst mich beider. Hab Geduld, Mann. Du kriegst sie schon. Wenn ich den Weisen finde, hilfst du mir bei Prinz. Verstanden? Na, aber sowas von verstanden. Mission beendet. Okay, das mit den Rauchbomben haben wir, aber die Scharfschützen nicht. Na jö. Einen von denen wenigstens. Mission erfolgreich beendet, Kapuze ab. Oh, hell yeah. Gehen wir diesen komischen Sklaventreiber herfinden. Der Micha-Händler. Trieb mir dem ordentlich in den Arsch.